Kim und Jonas sind eigentlich total happy mit ihrem Hund Bex, wenn es denn da nicht zwei Probleme gäbe, die wir heute auf jeden Fall angehen müssen. Also einmal das Thema Pferde und andere Hunde. Solange Frauchen nicht auf einem Pferderücken sitzt, ist Bex die Ruhe selbst. Wenn es nach seinen Menschen geht, soll das auch zum Dauerzustand werden. Hi. Hallo. Alles schon bereit. Hallo, Kim. Hi. Hallo, Jonas. Und das? Das ist der Charlie. Das ist der Charlie. Okay. Ihr habt ja was auf dem Herzen. Genau. Also wir haben zwei Themen mit dem Bex. Jetzt das Thema, wo wir gerade hier sind, ist, dass er das Pferd hütet. Da frage ich mich ja sofort, was verstehen die unter Hüten? Wollen wir mal sehen, ob es Hüten ist. Vielleicht hütet er ja auch eher Kim als das Pferd. Ja, das Fahrradtesten macht total Sinn, weil es eben manchmal auch um die Dynamik geht. Also nach dem Motto, der Hund weiß schon, boah, auf dem Pferd, jetzt geht Dynamik los, es entsteht eine gewisse Erregung und dann weiß er nicht, wohin mit sich und dann beißt er erstmal irgendwo rein. Und das kann auch auf dem Fahrrad passieren, so nach dem Motto, ich beiße in die Reifen, ich beiße in die Füße und deshalb ist es auch klug, das so zu testen. Du merkst so richtig, wenn du irgendwo drauf bist und dynamisch, das ist halt für den irgendwie doof. Und jetzt hast du halt gesehen, dass der irgendwann ursprünglich mit dem Fahrrad auch ein Problem hatte. Da hast du es aber viel cooler gelöst. Da wirst du den irgendwann mal angeschissen haben. Ja, stimmt. Ja. Und das sieht man, dass er sagt, eigentlich ich würde so gerne, aber ich darf nicht. Und das hast du beim Pferd verpasst. So, ich möchte, dass du die nächsten Tage und Wochen gerne weiter Fahrrad fährst. Dass wir den Charlie jetzt erstmal möglichst außen vor lassen. Okay. Dass du aber beim Fahrrad jetzt schon genauer darauf achtest. In dem Moment, wo du nur leicht die Ärmel hochkrempelst, du schon sagst, nee. Und ich würde gerne eine weitere Auslastung für den finden. Ich möchte, dass der auf Distanz noch besser funktioniert. Ja, der Gedanke ist natürlich, und den teile ich aber wirklich mit aller Vehemenz, dass der Bex lernt, dass man ihm auf Distanz auch mal scheuchen kann und sagen kann, pass mal auf, du gehst jetzt da lang oder nein, du gehst jetzt dort lang. Weil das ist ja das Problem. Also in dem Moment, wo ein Mensch auf dem Pferd sitzt, hat er eigentlich keinen Einfluss mehr. Und die Hunde daran zu gewöhnen, ich schicke dich irgendwo hin, macht absolut Sinn. So, jetzt musst du aber erstmal lernen, er draußen, du drinnen. Mhm. Und auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Bisher ist es ja so, dass Bex allen auf die Pelle rückt und sagt, ich gehe nah ans Pferd, ich gehe nah an die Menschen. Und da soll er jetzt aber lernen, halt Abstand. Nicht immer und nicht im Alltag rund um die Uhr, aber wenn wir sagen, du hältst Abstand, dann ist das wirklich eine Regel. Und da hilft regelmäßiges Training. So, jetzt schon prima darüber werfen. Und werfen, 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 bevor er reinkommt. Geh an den Zaun und lass es dir bringen. Er darf nicht rein. Ja, der ist jetzt so im Film. Aber es ist trotzdem auch ein Sinnbild. Denn wir sehen ja, dass der Bex totale Schwierigkeiten hat, sich auch zurückzunehmen. Also das Thema Impulskontrolle, mal zu sagen, oh, ich halte etwas aus. Und man sieht, sobald Dynamik reinkommt, hat man eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn.